Da bin ich ja auch wirklich gespannt, wie es dann ausgeht. Ob das jetzt alles vorher einfach so eine verlassene Insel war. Ob da dann Experimente gemacht worden sind. Ob da was schief gegangen ist. Wer der Böse ist. Weil die Paftons sind es ja anscheinend nicht. Also bezweifle ich zumindest. Wir werden es sehen. Oder... Das waren halt so, wer weiß, ich meine, Superreiche, was ist es, was du mit Geld am ehesten erreichen willst, wenn du eh schon alles hast? Lebenszeit. Dass sie sich irgendwie mit Experimenten mehr Lebenszeit verschaffen wollten. Deswegen diese Mutantengeschichten. Dass es aber irgendwie schief gegangen ist, oder vielleicht hat es funktioniert. Vielleicht hat es ja funktioniert. Aber vielleicht dann bei lebendigen, lebenden Menschen, wo es dann angewandt werden sollte, in dieser Halle vielleicht, da hat es dann wiederum nicht geklappt. Aber wenn das so wäre, dann würden die Paftons da sicher nicht mit dabei sitzen. Also da gäbe es nur wenige Situationen, wo ich mir vorstellen könnte, dass man sich da selbst mit reinsetzt in so einer Testphase. Zum Beispiel, wenn nur eine Dosis verfügbar ist und keine andere hergestellt werden könnte, die das umwandelt. Aber würde nicht erklären, warum Virginia dann halt nicht komplett durch ist. Sondern halt nur halb. Ich meine, so ist sie ja wirklich komplett normal. Wenn sie mehr Lebenszeit wollen, müssen sie erstmal Orphan Black anschauen. Habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Hier vorne ist sie. Was? Hallo. Ich danke dir. Oh. Ich danke dir. Gehen wir wieder nach Hause, komm. Auf geht's. Also es kann sein. Der ist GG. Die hat den anders weggemacht. Du hattest ein Kleid an. Bleib stehen. Schieß. Ich nehme ich mit. So, Virginia, auf geht's, komm. Auf geht's, komm. Können wir keine Karte mehr benutzen? Rampage, Virgie. Keine Gnade. Ja, ich laufe jetzt einmal nach Hause, die wird schon kommen. Nö. Okay, ich muss doch nochmal auf die Karte gucken. Hier lang. Es wird aber auch immer schlimmer, ne? Also diese Lager sind ja eigentlich fast schon alle jetzt angegriffen. Vorher waren es ja immer nur einzelne, beziehungsweise fast gar keine, als wir angefangen haben. Aber desto mehr Höhlen wir geöffnet haben, desto mehr Höhlen wir durchsucht haben, desto eher sind da jetzt auch, ja, die Mutanten nach außen geschleppt worden. Ich laufe, glaube ich, falsch. Bin ich doof? Ich weiß es nicht. Ah, oh, ich bin so lost gerade. Oh, mein Headset ist gleich leer. No. Wie viel Akku habe ich noch? 4%? Oh Gott! Ich glaube, ich bin mega falsch hier. Okay, ganz schnelle Aktion. So, weiter geht's. Kurz ablegen. Und jetzt geradeaus hier rüber. Ich hoffe, Virginia kommt langsam wieder hinterher. Bleib bei mir. Nein. Ja gut. Ups. Ne, Virginia kommt nicht wirklich hinterher. Ach komm. Oh Mann, oh Mann. Dann eben nicht. Müssen wir sie später eben abholen. Virginia möchte gerne aus dem Wald abgeholt werden. Wir sind da.
Eigentlich müsste ich ja hier oben auch noch einen Wall machen. Oh, wie das ausschaut da unten. Das ist ein bisschen traurig. Ja. Also. Achso, Schildkrötenpanzer, genau. Da, wo haben wir es denn? Möbel. Raincatcher. Einen Panzer, 16 Stöcke. Ich würde das oben auf die Veranda stellen. Das wird, glaube ich, am meisten Sinn machen. Also entweder hier oder drüben beim Schlafzimmer. Ich mache jetzt erstmal hier. Ich meine, wir können ihn ja umplatzieren, wenn wir wollen. Ein bisschen schief. Warum nicht? Wir müssen ja nicht immer alles gerade bauen. Wer bist du und was hast du mit Monster gemacht? Warum baust du schief? So, Schildkrötenpanzer. Oh, da ist er. Kann man? Ne, man kann damit nichts machen. Und rein da. Das ist schon sehr ekelhaft. Alter. Warum? Lecker daraus Wasser zu schlürfen. Bist du was? Bist du schon vegan für Rosalinde? What? Ich nicht verstehen. Es wächst was! Da wächst was! Es funktioniert, Federn. Geil. Okay, das ist schön. Gut. Dann gucken wir mal weiter. Nö. Die kenne ich nicht. Also ich habe da bloß mal von irgendwem was auf YouTube gesehen und das hat mir auch schon wieder gereicht, dass es da... Also, nee. Sorry. Mach ich hier einen Schrank rein? Ich weiß nicht, eigentlich schon, oder? Das blockiert wahrscheinlich die Tür. Wir können es mal probieren. Umplatziert das er ja gleich wieder. Ich muss gucken, dass der möglichst gerade ist. Wir dürfen so wenig nur wegnehmen, wie es irgendwie geht von der Tür. So. Den gleichen Spaß auf der anderen Seite auch nochmal. Ich glaube, das wird ganz cool. Ah, warte mal. Wir können ja jetzt hier, ne? Sekunde. Tada. Ist aber irgendwie nicht ganz so geil, wenn es da oben hängt. Ich weiß nicht. Vielleicht machen wir das noch ein bisschen tiefer. Ich kann den ja einfach aufheben und neu platzieren. Ich sage, ich platziere den hier hin. Das ist mir jetzt ein bisschen zu tief. Aber cool ist es. Krass. Hm. Wo hängt man das denn am besten hin, das Ding? Dann hänge ich es jetzt erstmal nochmal nach da oben. Weiß ich, also irgendwie, also wenn der Balken hier nicht drin wäre, der dazwischen, dann wäre geiler, aber ich krieg den halt nicht weg. Wird langsam echt eng im Schlafzimmer. Das Bett werden wir wahrscheinlich noch schräg stellen. Das machen wir gleich. Jetzt mache ich erstmal hier den Schrank rein. Meinst du, die drei Betten sind noch sinnvoll? Ja, deswegen meine ich, ich werde wahrscheinlich ein Bett rausschmeißen und dann die dafür schief stellen. Mal gucken. Calvin chillt da vorne. Virginia ist nicht mehr hier. Oh Mann, ey. Leben ist hart. Also solange die Betten nicht nutzen, muss man jetzt auch nicht unbedingt hier drei Betten haben. Wenn da mal ein Update kommt, wo die wirklich dann hier auch schlafen gehen. Wobei ich bezweifle, dass es passieren wird, weil
wenn man pennt, dann schläft man ja selber. Dann müssen die sich... Ja, wo andererseits, das wäre schon cool. Könnte man schon machen, dass sie sich dann auch hinlegen. Einfach so mal random, müsste ja nicht nachts sein. Einfach um sich auszuruhen. Also es könnte schon sein, dass sowas noch kommt. So. Hey. Die anderen beiden wollen nicht mit dir ins Bett. Das ist eine Lüge. Das ist eine eiskalte Lüge. Was soll das denn? So, warte. Hier. Tada! Egal. Kettensäge kann weg. Die Tür funktioniert noch problemlos. Geil. Dann ist hier einfach gleich schon mal wieder ein bisschen mehr los. Finde ich gut. So. Weil der Raum ist eine Sache, aber er muss halt auch gut ausgefüllt sein. Nice. Was wir da reintun, ich weiß es nicht. Vielleicht Rüstung. Könnte ich mir vorstellen, dass wir hier Rüstung lagern? Könnte man hier zum Beispiel schon mal hergehen und sagen, okay. Mm-mm. Oder hier zum Beispiel die Planen. Da haben wir so viele von. Einfach mal rein damit. So. Guck mal an, wie viele Planen wir haben. So. Dann könnte man sagen, dass man hier drüben die... die Mutantenrüstung mal reinhaut und die Knochenrüstung. Mega cool. So, dann haben wir da die Mutantenrüstung mit dazu. Und die 10 Tag Mesh kann man da eigentlich auch nochmal mit reinlegen. So. Kann ich dir nicht irgendwie sagen, dass ich die hier unten rein haben will? Ja doch, das scheint zu gehen. Dann haben wir da auch ein bisschen Sortierung mit drin, das finde ich ganz geil. Ja, oder auch nicht, okay. Finde ich ganz geil. Hm. Ich glaube nicht, Ja, dann hau ich einfach. Egal. Rein damit. Haben wir mal ein paar Sachen hier so lagern. Gut. Komm an. Könnte man noch oben reinlegen. Also Essen und so, da würde ich halt gerne später so wirklich ein Lagerhaus haben. Papierzielscheiben, die können wir auch mal aufhängen. Die Lufttanks. (lacht) 20 Lufttanks mitnehmen, aber mehr als 3 Schädel ist ein wenig zu viel. Wir haben keine 20 gehabt, das waren 4. Der hat die gerade dupliziert, das war ein Bug. Hier, wir haben immer noch die 4 im Rucksack. Das ist ein Bug hier. Ein Minute sagt da jetzt nicht nein, das ist auch nicht irgendwie mega OP, weil man braucht man den Sauerstofftank großartig, aber... Ups, das war jetzt... gut. Interessant. Dann hau ich hier mal die Energieriegel noch mit rein. Dass wir mal ein Lager haben. Ich finde es mega cool, dass man die Sachen da so einsortieren kann. Hier unten die Dosen.
Die Flares auf jeden Fall, die kommen ja auch mal mit rein. Dann haben wir auch mal wieder Platz für neue. So, komm. Weg. Ich wünsche, man könnte noch so ein bisschen den Platz aussuchen, so manuell, wo man da reinlegen will ins Regal. Aber ist schon okay. Die Granaten könnte man hier auch mal einsortieren erstmal. Und dann gucken wir mal. Ja, die Molotovs auch. Ja. Das sortieren wir alle später nochmal sauber. Jetzt erstmal für einen Moment. Seile. Druckerharz könnte man hier auch mal reinhauen. Okay, die werde ich nicht einzeln platzieren. Das kannst du vergessen. Der platziert die einzeln. Seilrutschenseile, die vielleicht noch. So. Dann haben wir hier die Regale mal ein bisschen gefüllt mit ein paar Sachen. Also, es tut mir leid. Also, Sauerstoff haben wir. Okay, wie macht man das jetzt, dass man das los wird? So, okay. Und dann nehmen wir das hier und drehen es einmal. Das wäre jetzt mal der Plan. Mal gucken, ob das so klappt. Ah, nee. Hier ist ja kein Ding, das kriegen wir hin. Oh nein! Kriege ich das nicht mehr weg? Doch. Ich mache das mal ganz kurz hier nach oben. Wir platzieren es gleich um. Keine Panik. Ich weiß auch nicht so recht, was ich hier tue. Also, in dem Sinne schon Panik. Möbel. Bett. Das baue ich jetzt einfach mal kurz hier mitten in den Raum. So. Geht das schon? Nee. Nee, das ist kein Ding. Dann machen wir das hier mal weg. Schaut doch noch was aus, oder? Das kann man doch so machen. Würde ich das Regal hier wieder nehmen? Das ist echt ganz unten hier. So. Oder? Huch, eine Nachricht wurde zurückgehalten wegen Schimpfwörter. Wenn die Nachricht zugelassen wird, wird sie im Chat hinzugefügt. Automat. Oh. Alles gut. Erlauben. So. Passt alles, oder? Ja. Nächster Stream: Rocket League 2 gegen 1 gegen Chris. Rocket League habe ich noch nie gespielt. So. Aber habe ich das jetzt nur die Nachricht erlaubt oder den Begriff an sich zu einer Liste hinzugefügt? Hm, muss ich mal gucken. Also ich habe da mal ein bisschen rumexperimentiert mit ein bisschen Automod und so. Kann ja nie schaden.
Aber der Begriff ist zensiert bei mir. Aber ich habe ihn erlaubt. Also die Nachricht müsste jetzt eigentlich komplett angezeigt werden. Also die Nachricht habe ich erlaubt. Vor allem, ich habe halt, die Nachricht ist raus, aber mit Sternchen, ist aber auch nicht wild, ich zügle mich. Alles gut. Ich weiß ja, dass es nicht irgendwie böse ist. Ich habe es gestern zum zweiten Mal gespielt, ist wirklich ultra lustig. Ja, also ich glaube, das kann schon auf jeden Fall bocken. Das kann bestimmt bocken. Wegen Automod, ich habe tatsächlich auf sehr niedrig gestellt. Also man kann so Stufen einstellen für verschiedene Sachen, zum Beispiel Schimpfwörter, wie sehr er darauf achtet. Von gering bis stark. Und ich habe es auf gering gestellt. Also ich bin mal gespannt, wenn man das auf stark stellen würde, auf aufs Höchste, dann würde er wahrscheinlich so ziemlich alles filtern. Was nur in eine ähnliche Richtung geht. So regnen tut es wahrscheinlich erstmal noch nicht. Mach ich hier noch ein Schloss rein? Kann ja nicht schaden, oder? Für einen Notfall, dann hat man irgendwie so ein Schloss, wenn Kannibalen ins Haus kommen sollten. Kann man sich hier oben wenigstens verbarrikadieren. So. Man hat's dann wenigstens, ne? Gut, also ich bin da schon mal zufrieden mit. Also ich finde es schon mal viel schöner geworden jetzt. Hier haben wir auch nochmal Mutantenrüstung. Pass mal auf, die kann ich mal mitnehmen. Dann ballern wir die hier noch mit rein, wenn ich darf. Ich darf nicht. Okay, ich darf nicht. Oh, Mutantenrüstung, komm zurück. Wie viele haben wir? 10. Ja gut, dann lege ich die wieder dahin. In Ordnung. Das ist so schlammig, so. Ach, ekelhaft. So schlammig, so schleimig, so quatschig. Keine Ahnung. Kann ich nicht beschreiben. Also hier noch ein paar Sachen. Keine Ahnung, diese Crunchies mal. Die Ramen-Nudeln. Dann würde ich da noch Dosen dazustellen. So. Genau. Haben wir mal so ein bisschen hier die Sachen. So ein bisschen Wanddekoration fehlt halt. Man kann halt noch nicht so viel da machen in die Richtung. Eine Schädellampe von der Decke. I don't know, viel Fackel vielleicht noch hier. Das könnte ich mir vorstellen, dass man hier nochmal eine Fackel dran baut. Irgendwie da. Warte. Ah. No. Ha. Und auf der anderen Seite auch. So. Was könnten wir denn hier noch machen? Eine Bank. Ja, ich glaube, das wäre too much. Einen Tisch kriegen wir jetzt safe nicht rein. Stocklager. Da hatte ich ja auch eine Idee, dass wir Stocklager als Geländer nehmen könnten hier oben. Dass wir die quasi so nebeneinander aufstellen, dass es ausschaut wie ein Geländer. Könnte man rein theoretisch machen. Stammlager, Trockengestell, Schaufensterfigur. Das könnte man mal bauen. Eine Schaufensterfigur. Ich finde es so schön, dass ihr euch gerade auch so ein bisschen untereinander unterhaltet. Das ist ja mega. Auf PC mal mein Kumpel, da ist viel einfacher. Ich kann mit Maus und Tastatur einfach nicht umgehen. Es regnet! Maus und Tastatur ist aber in vielen Spielen schon legendär. Schickes Schlafzimmer, das Bett seitlich macht es angenehmer. Ja, finde ich auch, ist gleich viel größer. Das hat einen schöneren Eindruck beim Reingehen. Bitte das Gelände aktuell sieht nicht so nice aus. Dann richten wir es. Aber jetzt mache ich erstmal hier das Dach schön. Wie haben wir das letztes Mal gemacht hier? Nein!
Was haben wir letztes Mal gemacht, um das hier... Irgendwie... Befürchte ich, dass wir das nicht hinkriegen. Speicher vorher, bitte. Gerne. Wieder ein Problem weniger. Bin ich schon sehr happy. Ist halt eine Kleinigkeit, aber ich finde es einfach schöner, wenn es hier ein bisschen nässer auch sein kann. So. Dann hier drüben das gleiche. Und wenn wir uns schon die Arbeit gemacht haben, hier schön für dieses schöne Dach, dann soll es auch von außen, wenn es regnet, schön nass sein komplett. Soll es auch gut ausschauen. Funktioniert auch perfekt. Yeah. Ah, guck mal. Das kommt auf den Winkel an, wo man hinguckt. Hier, es ist nass. Es ist trocken. Es ist nass. Es ist trocken. Es ist nass. Es ist trocken. Regen. Da sammelt sich Wasser, I guess. Ein bisschen. Wir machen mal einen Test trinken. Schmeckt ein bisschen nach Fisch. Ich weiß gar nicht, wonach schmeckt Schildkröte. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Schrödingers Dach halt. Oh man. Nächster Stream, wenn Zeit für sowas ist, zerstören wir ihn. Aber ich habe das Spiel doch gar nicht. Wie soll denn das funktionieren? Ich habe auch keine Playstation. Ja. Jetzt bin ich halt gespannt, ob sich hier wirklich Wasser drin ansammelt. Aber eigentlich schon, ne? Denke ich mal. So. Aber wenn jetzt schon die Stürme kommen, dann sind wir auf jeden Fall bald im Winter. Geht, glaube ich, über Crossplay. Oh, okay. Na dann. Ich stehe so hart drauf, dass es alles nass ist und glänzt. Das schaut so gut aus. Oh mein Gott. Bin ich zu 100% sicher? Ja, macht ja nichts. Kann man ja mal gucken. Also das mit den Sauerstofftanks, das tut mir echt sehr, sehr leid. Das war keine Absicht, Ich hätte eigentlich auch sofort aufhören können, als ich es gesehen habe, aber ich weiß auch nicht, warum ich weitergemacht habe. Okay, hier ist alles ein bisschen buggy. Da fehlt mir noch ein Kopf. Machen wir mal hier die Knochen rein. Warum ist es hier nass? Das ergibt nicht so viel Sinn. Ich finde es halt schön, man kann rausgehen und ist trotzdem noch überdacht. Das hat halt was. Du kannst jetzt hier einmal komplett ums Haus gehen und bist nie im Regen eigentlich. Ja, okay, hier halt, wenn du rausgehst, aber ansonsten kannst auch hier ins Lager gehen. Alles easy. Und ich will, glaube ich, auch, dass ich hier nochmal so außenrum hier auch wieder zurückkommen kann. Da ist halt die Frage, entweder hier draußen oder hier drinnen, aber ich hätte es wahrscheinlich dann doch lieber hier so. Mal gucken. Ein paar Fenster. Würde ich hier mal noch ein Fenster reinhauen. Die Sonnenstrahleneffekte im Regen sehen richtig nice aus.
Also wirklich alles hier, wow.